Hallo, hier ist Doris Kempner aus dem wunderschönen Koh Samui und morgen werden wir nach Peru fliegen. Und jetzt dachte ich, jetzt mache ich noch ein letztes Video von dieser Zeit in Thailand. Und dieses Video ist über Verdauung und über Methoden, die die Verdauung fördern. Also ich persönlich ja, leide immer wieder an Verstopfung und ich reise ja sehr viel und da habe ich mir so einige Tricks angewöhnt, um meine Verdauung auf natürliche Art und Weise anzukurbeln. Also wenn man jetzt zum Beispiel Antibiotika nimmt, dann finde ich Probiotika total okay und generell nehme ich auch selbst immer wieder Probiotika, die mir sehr helfen. Probiotika sind die gesunden Darmbakterien. Ich habe hier ein asiatisches Präparat. Und sehr wichtig ist bei Probiotika, dass mindestens 6 verschiedene Bakterienstämme drin sind. Und was es besonders gut hilft, zum Beispiel bei Blähungen und Verstopfung, ist das Bakterium Rhamnosus. Also unbedingt nachschauen, falls jemand unter demselben Problem leidet. Und man kann von 1 Milliarde bis zu 10 Milliarden Probiotika-Stämme am Tag einnehmen, also Probiotika-Bakterien einnehmen. Und es ist wichtig, dass man auf die Qualität schaut. Es muss nämlich das Probiotika zuerst mal die Magensäure passieren, um dann in den Darm zu gelangen. Und ja, es gibt ganz viele verschiedene Probiotika am Markt, aber da empfehle ich auch auszuprobieren und zu beobachten, wie der Körper darauf reagiert. Und besonders bei Antibiotika-Einnahme empfehle ich unbedingt Probiotika dazu einzunehmen. Dann habe ich noch was anderes ganz Tolles. Und das ist Frankincense. Und Frankincense ist das einzige Öl, das ich empfehle, das unbedingt immer zu haben, da es auf alle Chakren, also auf alle Körperzentren wirkt und eben auch auf das Manipura-Chakra, auf das Bauchchakra. Und Frankincense kann man in Ölform kaufen, aber man kann auch puren Frankincense auf Kohle geben. Also ich habe hier ganz tollen Frankincense aus Oman. Das ist die beste Qualität, die es gibt auf der ganzen Welt und der riecht wirklich ganz hervorragend und ist so eine gute Qualität und der wirkt eben auch total gut auf das Bauchchakra. Und was sitzt eigentlich im Bauchchakra? Also das Manipura-Chakra hat die Farbe goldgelb und hat viel zu tun mit dem Selbstwert und mit gesund Grenzen setzen können. Und im Laufe des Lebens kann das Chakra mal geschlossener sein, mal offener sein. Es kommt auch ganz darauf an, wie ein Mensch jetzt energetisch beisammen ist. Ob man jetzt eine Beziehung hatte, wo man zum Beispiel emotional abhängig wurde. Emotionale Abhängigkeit ist typisch für ein eher verschlossenes Bauchchakra mit einigen Konflikten. Oder auch die Neigung zu Süchten oder zum Beispiel Ängste, Angst vor der Wut, Angst vor dem Ausdruck der Gefühle. Das ist auch ganz typisch für Probleme im Bauchchakra. Und Probleme in diesem Bereich können sich äußern durch Verdauungsbeschwerden, aber auch durch Beschwerden in der Lungengegend, beim Atmen und auch durch Beschwerden beim Augen. Das Sehen wird nämlich auch dem Bauchchakra zugeordnet. Sorry. Und was auch wirklich gut hilft bei mir, ist ein Öl. Ich habe hier einige Öle, ich liebe Öle, aber eins habe ich besonders für die Verdauung und ich mache jetzt keine Werbung für irgendwelche Marken. Aber dieses hier, das ist von doTERRA und das heißt Digestzen. Und das hat zum Beispiel Ingwer drinnen, was die Verdauung ankurbelt. Dann, was hat es noch drin? Es hat drinnen auch Anis, dann Koriander, Pfefferminze. Und es gibt Diskussionen, ob es jetzt gut ist, wenn man Öle einnimmt. Aber ich gebe immer wieder einen Tropfen von diesem Öl in der Früh ins Wasser und es hilft mir sehr gut. Oder auch wenn ich jetzt irgendwas gegessen habe und ich bin sensibel bei der Verdauung und habe Blähungen zum Beispiel, dann hilft dieses Öl wirklich gut und es ist auch total günstig. Also das Ganze sind 250 Portionen. Also kann ich nur empfehlen. Dann, was kann ich noch empfehlen? Also was ich empfehlen kann, ist auch das Ayurveda. Also in Indien trinken sie in der Früh vor dem Frühstück heißes Wasser. Das hilft auch der Verdauung, es bringt die Verdauung in Schwung. Und was auch hilft, ist Klangschale. Also ich habe hier eine Klangschale, die wirkt auf alle 7 Chakren. Man kann speziell eine nur fürs Bauchchakra kaufen. Aber für mich, ich reise so viel, ist die total genug. Also ich lege sie hier auf den Bauch. Und genieße die Vibration. Es ist einfach ein wunderschönes, anregendes und zugleich entspannendes Gefühl. Und was auch sehr gut hilft,
Und die gebe ich ab und zu beruflich. Das sind schöne Thang-Massagen, das sind ganz tiefe Bauchmassagen. Und da gibt es ein ganz spezielles Prinzip. Also man kann die machen mit meinen Yoni-Eiern. Können natürlich auch Männer mit Yoni-Eiern machen, diese Massage. Was auch gut ist, wenn Leute jetzt ein bisschen längere Fingernägel haben. Man kann es auch mit den Händen machen, also mit diesen beiden Fingern. Und man beginnt auf der linken Seite, man sucht sich den Bauchnabel und dann einen Zentimeter neben dem Bauchnabel auf der linken Seite bei 3 Uhr fängt man an und drückt ganz tief hinein. Und dann geht man im Uhrzeigersinn immer 1,5 weiter, das heißt man ist bei 3 Uhr, dann bei 4.30 Uhr, dann bei 6 Uhr, dann bei 7.30 Uhr, dann bei 9 Uhr und so weiter im Uhrzeigersinn. Und ich habe hier ein Buch, um das Ganze klarer zu machen. Also wir haben hier, der erste Punkt ist die linke Niere. Und man kann jetzt einfach so im Uhrzeigersinn gehen, wie ich das mache, das ist einfacher. Man kann aber auch zuerst die linke Niere machen, dann das Herz oben, das ist 1 Zentimeter über dem Bauchnabel, dann kann man weitergehen zur rechten Niere, die ist dann beim Punkt 9, 1 Zentimeter neben dem Bauchnabel auf der rechten Seite. Dann kann man weitergehen zur Blase, zu den Genitalien, das ist der vierte Punkt. Der ist 1 Zentimeter unter dem Bauchnabel, das heißt, man kann in so ein Kreuz gehen. Und dann kommt man weiter zu Spleen und Stomach, also das heißt Bauch und ganze Bauchregion ist Nummer 5. Und das ist jetzt für die Verdauung der allerwichtigste Punkt und den empfehle ich ganz lange und ganz tief zu drücken. Und der ist jetzt bei 1.30 Uhr, also auf der linken Seite des Bauches, auch dort, wo eben Pankreas und so weiter liegt. Und dann kommen wir zur Leber, die ist wie auch im Körper auf der rechten Seite. Und dann kommen wir zur rechten Lunge und zur linken Lunge. Also diese Massage ist ganz, ganz super, die kommt aus dem Taoismus. Und das hat mir noch immer weiter geholfen. Also wenn andere Methoden versagen, dann mache ich eine Qin Thang Massage und die hilft ganz bestimmt. Und besonders mit dem Yoni-Ei ist das total einfach. Das ist, kann man so richtig tief hineindrücken. Und ja, und eben bei den fünfter Punkt, der geht dann besonders auf die Verdauung. Und das heißt ja, dass das ganze Immunsystem so sehr von der Verdauung abhängt. Darum kann ich nur empfehlen, die Verdauung wirklich in Schwung zu halten. Und wie soll jetzt überhaupt ein Code aussehen? Ein gesunder Code, ich weiß, es ist ein Tabuthema, aber ein gesunder Code sollte in einer Wurstform sein und er sollte keine Reste auf dem Toilettenpapier hinterlassen. Dann ist es, soll es eine Wurst sein und keine Reste, dann ist es ein sehr gesunder Code und dann ist der Darm auf alle Fälle gesund. Und Verstopfung sieht man halt durch gebrochenen Kot oder durch ganz wenig Kot. Und dann empfehle ich natürlich auch viel Wasser zu trinken. Das ist mal ein ganz einfacher Tipp. Aber auch diese anderen Methoden haben mir sehr viel geholfen. Ja, ich hoffe, mein Video gefällt euch. Was ich noch vergessen habe, ist dieses Diagramm. Das ist von einer Freundin von mir. Und hier sieht man, wie ihre Chakren zusammen sind. Also zum Beispiel ihr Kronenchakra ist ganz offen, ebenso ihr Herzchakra. Aber hier im Bauch sieht man, dass das eher bei 25% ist und nicht so stark. Und sie hat eine ganz, ganz schwache Verdauung und sie arbeitet mit den Tipps. Und ich merke, ihre Verdauung wird immer besser und ich freue mich schon auf ihre nächste Analyse. Ja, ich wünsche euch alles Gute. Und eine gesunde Verdauung, denn die Gesundheit des Menschen liegt im Darm. Danke, Namaste.